Vielen herzlichen Dank für die nette Begrüßung und danke für die Einladung, die Chance, dass ich hier jetzt etwas über postprimäre Versorgung von Kriegsverletzungen an einem Beispiel über perineale Schussverletzungen erzählen darf. Ganz kurz zur Einführung, traumatische abdominoperineale Kombinationsverletzungen spielen gerade im Rahmen der Versorgung von Kriegsverletzungen immer noch eine zunehmende Rolle. Insbesondere bei Blast- oder Explosionsverletzungen mit der Gewalteinwirkung von unten wird in der amerikanischen Literatur von bis zu 18% von perinealen Verletzungen berichtet. Das wurde insbesondere seit den Afghanistan-Einsätzen durch den Einsatz von den IEDs, den sogenannten Improvised Explosive Devices, deutlich, da es durch diese unkonventionellen Sprengkörper zu immer mehr Sprengverletzungen im abdominoperinealen Bereich gekommen ist. Was sind diese IEDs? Das sind Sprenggranaten, sogenannte Homemade Bombs, die abgesehen von den normalen Sprengsätzen ausgestattet sind, mit Stahlmuttern oder Nägeln zusätzlich präpariert mit menschlichem oder tierischem Kot, werden auf Fahrzeugen oft deponiert und mit Brandbeschleunigern wie zum Beispiel Propangas kombiniert, womit sie eine unvorhersehbare Krafteinwirkung entwickeln und damit zu primär kontaminierten, schwerwiegenden Weichteilverletzungen führen. Diese Zunahme der Intensität demaskiert dann unmittelbar die geringer geschützten Körperareale und stellt für die Chirurgen vor Ort immer neue Herausforderungen. Als Reaktion auf die Veränderung der eingesetzten Waffen, sage ich es mal so, wurde in den letzten Jahren intensiv an einer Optimierung des Körperschutzes oder des im Einsatz genutzten Bodyarmors gearbeitet. Dadurch konnte auch die Anzahl von thorakalen abdominellen Verletzungen fast halbiert werden. Trotzdem ist es immer noch so, dass der Schutz im Bereich des Perineums trotz dem Einsatz von Trauma Pens aus Kevlar bestehend immer noch unbefriedigend gelöst ist und hier weiterhin Forschungsbedarf besteht. Die Besonderheiten bei der Primärversorgung im militärchirurgischen Einsatz sind offensichtlich nicht nur durch örtliche Gegebenheiten, wie zum Beispiel die Versorgung in der akuten Bedrohungslage, unterschiedliche oder schwierige Witterungsbedingungen beim Transport, sondern allein schon durch die Tatsache geschuldet, dass es sich eventuell um einen Massenanfall handelt, dass wir in einem internationalen, oft wechselnden Team zusammenarbeiten, dass es eventuell schlechtere, qualitativ, quantitativ schlechtere Ressourcen gibt. Allein das erklärt, warum die Vorgehensweisen aus der zivilen Polytraumaversorgung in der Militärchirurgie nur bedingt angewendet werden können. Hier exemplarisch, im Schockraum geht es eben manchmal anders zu. Ganz einfach, schnelles Arbeiten, do the job, international team, hier kurz dargestellt. Dass für uns aktuell das Vorgehen in der Militärchirurgie eine Kombination ist, aus der Systematik der Etappenlavage von Professor Dr. Teichmann und den Grundsätzen der Damage Control Surgery. Hier exemplarisch kurz dargestellt an dem Bild Dr. Teichmann und mein Chef, der Dr. Rost, die diese Kombination darstellen soll. Es geht in der Primärversorgung um die Stabilisierung des Patienten. Es geht nicht darum, alle Prozeduren sofort durchzuführen. Es geht darum, den Patienten soweit, ich sag's mal, fit zu kriegen, dass er in eine Einrichtung verlegt werden kann, die geeignet ist oder besser geeignet ist, um dann in mehreren Schritten bis zum Schluss in der Phase 4 der Damage Control Surgery die endgültige Versorgung durchzuführen oder Rekonstruktion. Die Philosophie der Damage Control Surgery ist also nicht die primäre Versorgung der aller Verletzten, sondern initial erst einmal das Überleben des oder im schlimmsten Fall der vielen verletzten Patienten zu gewährleisten. Es bedeutet nicht mehr, als in solchen Situationen überhaupt eine Chance zu haben. Es ist wohl bekannt, dass Patienten, die in den Teufelskreis zwischen Koagulopathie, Azidose und Hypothermie geraten, eine signifikant erhöhte Mortalität haben. Die Damage Control Surgery gilt als Weg, diese Trias zu vermeiden oder zu limitieren. Als Grundsatz gilt ganz klar, treat first, what kills first. Damit sollte so schnell wie möglich die Blutungskontrolle erfolgen. Shunting, Ligaturen von größeren Gefäßen unbedingt, auch vor Defektdeckung, unbedingt Packing bis zum Second Look, Kontaminationskontrolle ganz klar, keine Anastomosen, Upstapeln und Blind Loops akzeptieren und
der temporäre Bauchdeckenverschluss. Nicht nur, um ein abdominelles Compartment-Syndrom zu vermeiden, sondern auch, um den obligaten Second Look nach 24 bis 48 Stunden durchzuführen. Je kürzer die OP-Zeit, desto eher kann der Patient auf die ICU verlegt und dort stabilisiert werden, sodass ich in einem zweiten, dritten, vierten oder wie viele Eingriffe auch immer, ich dem Patienten entsprechend das Leben retten und ihn ganz zum Schluss endgültig versorgen kann. Wie dieser temporäre Bauchdeckenverschluss durchgeführt wird, bleibt den Erfahrungen des Operateurs überlassen, ob jetzt über 3D-Folie, hinterher über einen Wackverschluss mit verschiedenen Techniken. Genau. Zurück zu den perinealen Verletzungen, um die es eigentlich geht. Seit 2008 beteiligen wir uns im Auftrag des Auswärtigen Amtes an der Versorgung von Patienten aus unterschiedlichen Krisengebieten. Die Auswahl der Patienten erfolgt dabei immer durch ein unabhängiges Team, und das Hauptkriterium, dass die Patienten zu uns kommen, ist, dass sie potenziell in einem hohen Maße an der Versorgung hier in Deutschland profitieren. Das haben wir bis jetzt an palästinensischen, libyschen, ukrainischen und jetzt eben an diesem Beispiel auch an syrischen Patienten durchgeführt. Bei unserem Patienten handelt es sich um einen 39-jährigen Mann, der 8 Wochen zuvor im Rahmen des syrischen Bürgerkrieges eine perineale Splitterverletzung erlitten hat. Er gab an, dass er in gebückter Stellung eben durch Splitter getroffen wurde. Die Primärversorgung erfolgte bereits in Jordanien. Wir haben den Patienten entsprechend 8 Wochen später dann zu uns bekommen. Der Lokalbefund bei Aufnahme, ein reizloses, endständiges Deszyndestoma und eine Sigma-Schleimfistel, weswegen wir von einer penetrierenden Sigma-Verletzung ausgegangen sind. Und ein druckschmerzhaftes, gerötetes Skrotum rechts mit hypotrophem Hoden rechts bei Zustand nach posttraumatischer Hodenablation links. Was uns interessiert, ein weiteres Spektrum, alle Patienten, die wir bekommen haben, waren natürlich mit einer Anzahl von Keimen belastet, die wir uns hier kaum vorstellen können, 4MRGN nur als Stichwort. Hier exemplarisch einmal ein Multiresistogramm, das sind Sachen, die können wir uns in unserem normalen klinischen Alltag gar nicht vorstellen, ist natürlich auch schlecht für die Wundheilung. Was uns interessiert, der Lokalbefund bei Aufnahme, perineal. Wir hatten ein reizfreies Narbenfeld vom Analkanal in Richtung Perineum ziehend mit einer kaum passierbaren narbigen Stenose des Analkanals, sodass eine Rektoskopie nicht möglich und der Sphinkterapparat klinisch überhaupt nicht zu beurteilen war. Das ist das Bild bei Aufnahme. Man sieht eben Analkanal so gut wie nicht vorhanden. Initial erhielt der Patient ein CT-Abdomen, welches reizfreie intraabdominelle Verhältnisse und reizfreie Stoma-Situationen bestätigte. Beim darauffolgend durchgeführten MRT zur Beurteilung der Weichteilverhältnisse zeigte sich schon, dass der Analkanal überhaupt nicht mehr von Narbengewebe zu beurteilen war, und es sah wohl so aus, als ob der Musculus sphincter ani externus komplett im Schusskanal oder in der Splitterverletzung mit einbetroffen war. Der war entsprechend nicht mehr vorhanden. Aufgrund dessen erhielt der Patient Funktionsdiagnostik, initial eine Röntgenkontrastdarstellung des Kolon, die dann auch natürlich, da wir eine Sigma-Schleimfistel hatten und ein offenes System vorlag, nur bedingt zu verwerten war. Trotzdem zeigte sich schon hier in der Halbvertikalen, dass es in Ruhe zu einem geringen Kontrastmittelabgang kam. Die anschließend durchgeführte MRT-Defekografie bestätigte unsere Idee, dass es sich mindestens um eine Ruhe- und Inkontinenz handeln musste. Und wir machten uns Gedanken über die Therapie. Initial führten wir mehrfach intraoperative Bougierungen durch. Zum Schluss kamen wir auf einen Analkanaleingang von bis zu 2,5 cm, wie man hier auf dem Bild sieht. Und da wir uns ja jetzt in Behandlungsebene 4 nach Damage Control Surgery befinden, geht es auch um die Frage der Sekundärversorgung mit Rekonstruktion des Sphinkterorgans. Nach Abwägung der unterschiedlichen Vor- und Nachteile, insbesondere unter Berücksichtigung, dass der Patient geplant wieder zurück nach Syrien hätte gehen sollen und die Versorgungssituation dort vor Ort entsprechend anders ist als bei uns, haben wir uns gegen ein Artificial Bowel Sphincter oder Magnetbandimplantation entschieden, sondern in enger Kooperation mit dem AK Barmbek für die Sphincterrekonstruktion mittels Gracilisplastik. Die ist dann von den Kollegen dort auch vor Ort durchgeführt worden. Hier einmal der intraoperative Situs und das unmittelbar postoperative Ergebnis.
Und wie es leider in der Chirurgie nicht ganz so selten ist, hatten wir auch postoperative Komplikationen. Initial entwickelte der Patient einen perinealen Abszess, hier dargestellt großflächig von der Peniswurzel ziehen bis hoch zu der Gracilisplastik. Der konnte gespalten werden. Postoperativ hat sich alles wunderbar entwickelt. Als zweites Problem hatten wir es mit einer Harnröhrenverletzung zu tun. Es stellte sich so dar, dass der Patient unmittelbar nach der operativen Versorgung in Barnbeck über ein Harnverhalt klagte. Eine retrograde Katheteranlage verlief frustran, sodass dann auch in therapeutischer Konsequenz die suprapubische Harnableitung erfolgte. Und mittels Funktionsdiagnostik musste man von einer klinisch kompletten Ruptur der bulbären Harnröhre ausgehen. Hier wieder der Punkt, wer versorgt das und wie versorgen wir es? Wir haben uns mit den Kollegen des UKE, der urologischen Abteilung, dazu entschieden, eine Harnröhrenrekonstruktion mit Mundschleimhaut und Deckung mittels SIS-Patch durchzuführen, was dann eben entsprechend von den Kollegen vor Ort auch erfolgreich, wie man hier sieht, erledigt werden konnte. Weil das aber noch nicht alles war, bot der Patient oder in der weiteren Diagnostik im Verlauf mittels MR einen partiellen Ausriss der Gracilisplastik. Wie man hier sieht, nicht mehr zirkumferent, sondern nur noch wenige Fasern, die bis an den proximalen Pol reichen, sodass wir uns weiterhin die Frage stellten, wie geht es weiter. Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass bis jetzt der Sphincterapparat klinisch noch nicht wirklich gebraucht wurde, da es immer noch ein ausgeschaltetes System war mittels Descendostoma, wagten wir einfach den Schritt nach Rücksprache mit auch anderen renommierten Proktologen und führten einen Wiederanschluss mit AP-Rückverlagerung und Descendorektostomie aus. Natürlich haben wir vorher nochmal erneute Bougierung des Analkanals durchgeführt, um entsprechend auch eine Passage ermöglichen zu können. Und durch intensives Beckenbodentraining konnten wir den Patienten 2014 mit vollständiger fäkaler Kontinenz entlassen. Lebt mittlerweile in Berlin, immer noch glücklich, es alles funktioniert. Hier einmal das Entlassungsbild, reizfreies Narbenfeld, alles wunderbar verlaufen. Ich denke, dieser Fall zeigt nicht nur gut die Vielschichtigkeit in der langwierigen Therapie von abdominoperinealen Verletzungen und die multiplen Herausforderungen, die entsprechend nur durch ein interdisziplinäres Expertenteam gemeistert werden können. Gleichzeitig soll dieser Vortrag auch ein bisschen als Dankeschön gelten an die beteiligten Abteilungen AK Barmbek, UKE, mit denen wir das wunderbar zusammen gemeistert haben. Und trotzdem muss man bedenken, dass die Kontinenzerhaltung und Wiederherstellung der Entleerungsfunktion natürlich nicht immer erreichbar sind. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Ja, immer meine Abteilung. Ja, guten Morgen, meine Damen und Herren. Herr Professor Ohlthafer, vielen Dank für die Einladung. Gratulation an Frau Boll. Ich habe gehört, das sind eines Ihrer ersten Vorträge gewesen. Fand ich ganz toll, ganz tolle Darstellung. Gerade wenn es sich um so einen komplexen Vortrag handelt, das so darzustellen, dass man das auch, also auch nachvollziehen kann, fand ich sehr gut. Vielen Dank. Ich soll das jetzt kommentieren. Da gibt es natürlich sehr viel zu kommentieren. Ich habe einfach mal angefangen mit der... Wir müssen einen Schritt zurückgehen. Was war eigentlich passiert? Das hatten Sie ja angedeutet und Sie haben ja den Patienten 8 Wochen später nach dieser Erstversorgung gesehen und so von der Darstellung bzw. von den Befunden, die mir vorlagen, habe ich geschlossen, dass es sich eine perineale Granatsplitter- oder Schussverletzung gehandelt hat, die sozusagen einen Eintritt perineal gehabt hat und dann gibt es ja so ein bisschen spekulativ, was ist noch verletzt gewesen, außer der Sphinkter, das Perineum. Teilweise war ja auch der Hoden mit verletzt, weshalb er auch einen Hodenverlust hatte oder der Hoden entfernt wurde links, ob auch eine Rektum- oder eine Sigma-Verletzung vorlag. Das ergibt so ein bisschen die Konstellation der primären Versorgung. Wir haben mit der primären Versorgung sozusagen eine Versorgung der Wunde sozusagen mit Bereinigung der Wunde wahrscheinlich und dann eben diese Anlage dieses Descendostomas und der Schleimfistel vom Sigma. Da stellt sich natürlich die Frage, war das Sigma verletzt oder hat der Operateur oder der Erstversorgende einfach hier eine
eine Versorgung macht, dass er ein dezentes Stoma angelegt hat und dass dieser Blindverschluss oder dieser Hartmann-Stumpf angelegt worden ist. Ich halte das für möglich, dass eben eine Sigma-Verletzung vorgelegt hat, dass man eine Sigma-Segmentresektion durchgeführt hat und dann nicht einfach einen Blindverschluss gemacht hat, wie man es vielleicht sonst machen müsste oder machen würde, sondern hier sinnvollerweise auch eine Ausleitung des Hartmann-Stumpfes gemacht hat oder des Sigmas im Sinne einer Schleimfistel, weil man ja bei der komplexen Verletzung davon ausgehen musste, dass eben möglicherweise eine Stenose entsteht und dass dort sozusagen auch eine Ableitung nach oben vorhanden ist. Unter anderem natürlich auch unter der Berücksichtigung, dass man vielleicht durch die lokalen Möglichkeiten oder Nichtmöglichkeiten, die man nicht hatte, nicht genau sagen konnte, ist sogar das Rektum auch verletzt gewesen. Man weiß ja nicht, in welcher Situation der behandelnde Chirurg war, konnte er überhaupt beurteilen, ob eine Rektumverletzung vorlag, sodass wir hier auch eine Ableitung nach ventral oder nach vorne haben müssten und nicht nur davon ausgehen, dass sich das, was sich im Hartmann-Stumpf noch ansammelt, nach unten ablaufen könnte. Das ist eine verletzte Region gewesen, sodass diese Schleimfistel, Sigma-Schleimfistel, für mich absolut Sinn gemacht hatte. Also das ist ja etwas, was nicht so typisch ist aus meiner Sicht, dass es mir noch nicht so häufig in meinem chirurgischen Dasein begegnet. Diese isolierte Schleimfistel, das halte ich für eine sehr sinnvolle und eine vernünftige Handlung. Alternativ wäre natürlich hier, wenn das Sigma nicht verletzt gewesen wäre, einfach ein doppelläufiges Sigmoidostoma anzulegen, dass man eine Ableitung sowohl von oben wie noch von unten hat. Also das ist so der Befund, den fand ich sehr nachvollziehbar und sinnvoll. Hat sich ja später auch bewährt, dass man darüber eben auch diese ganze Diagnostik machen konnte. Die Verletzung würde ich heutzutage auch nach der Literatur, die ich ein bisschen durchgeschaut habe, in einer Arbeit aus 2006 im Chirurgen von Herold und Post als eine Art perineale Fehlungsverletzung einordnen. Fehlungsverletzung ist so klassischerweise, was so in den studentischen Lehrbüchern vielleicht steht, dass jemand sozusagen auf einen Zaun, auf einen Ast beim Arbeiten im Baum oder irgendwo rauffällt. Das ist mittlerweile auch so ein bisschen geändert, dass wir auch sagen, das sind auch Verletzungen, die von, wie eben gesagt, Granatsplitterverletzungen von unten oder ins Perineum einzuordnen sind. Deshalb diese Schussverletzung oder die Hochgeschwindigkeitsgeschossverletzung im Kriegsfall. Natürlich haben wir auch solche Verletzungen in der Freizeit oder bei der Arbeit, aber auch eben durch unsere Arbeit, iatrogenbedingt, gynäkologisch, endoskopisch oder auch chirurgisch. Und nicht zuletzt auch durch sexuelle Handlungen kann es zu Verletzungen dieser Region kommen. Wenn man jetzt solche Verletzungen hat, ist es auch erforderlich, diese Verletzung einzuordnen. Und das ist natürlich notwendig, die entsprechende Diagnostik zu machen. Ganz im Vordergrund steht natürlich die Anamnese, soweit sie überhaupt erhebbar ist. Bei so einem Verletzungsbild ist das nicht immer selbstverständlich. Es ist natürlich auch teilweise ein sehr komplexes Trauma, kann vorhanden sein, sodass der Patient gar nicht zur Anamnese Auskunft geben kann. Klinische Untersuchung ist sehr wertvoll, insbesondere auch rektal-digitale Untersuchung, wenn die Verletzung das zulässt und eben auch eine Rektoskopie bzw. später eventuell eine Endosonographie. Kernspin und CT, je nachdem, welche Notfallsituation man sich befindet, lässt natürlich dann eine Aussage über weitere Verletzungen zu. Wichtig ist natürlich, dass solche Verletzungen nicht immer isoliert auftreten können, sondern komplex sein können mit Verletzungen des Urogenitalsystems, gynäkologische Verletzungen, Knochenverletzungen im Becken, natürlich auch Verletzungen in anderen Bereichen des Körpers, die dann vordergründig sein können und solche Versorgung der perinealen Situation in den Hintergrund treten. Wundrevision ist klar und dann eben die primäre Versorgung. Hier einmal eine Aufstellung aus der zitierten Arbeit, um solche Verletzungen, perinealen Verletzungen einordnen zu können. Es wird so klassifiziert: Perinealverletzung ohne Darm- und Zwinkterverletzung, isolierte Zwinkterverletzung, aber auch Verletzung des Rektums oder des darüberliegenden Kolonabschnittes oder Kombinationsverletzungen. Natürlich, wie schon gesagt, ist es wichtig, dass auch die Begleitverletzungen immer mit beachtet werden und sich dabei häufig auch um ein interdisziplinäres Vorgehen handelt.
nehmen wir jetzt mal unseren Patienten, dann handelt es sich möglicherweise um Zwinkterdestruktion. Das ist jetzt ein bisschen unübersichtlich, aber ich denke doch sinnvoll auch zu erkennen, dass es eben zu sehen, wie behandelt ich was. Wenn wir hier diese Klassifikation angucken und uns hier gucken, das hatten wir gesagt, 2C, und das ist die Rekonstruktion, also das, was man sozusagen gemacht hat. Oder in Kombination dann mit einer Rektumverletzung, sodass man sich da orientieren kann, wie wir vorgegangen sind. Also hier ist richtig vorgegangen, man hat den Zwinkter nicht primär versorgen können, das lässt wahrscheinlich auch diese Akutsituation gar nicht zu, aber man hat diese Kolon der Stoma angelegt und ein Debridement durchgeführt, wahrscheinlich auch mehrfach debridiert, und das ist sozusagen hier im Rahmen dieser Therapieoption. Die Prognose ist auch vom Fachmann sozusagen einzuschätzen, hier als höchstgradig oder sehr wahrscheinlich, dass es da Kontinenzprobleme auftreten können. Das ist jetzt der Folgezustand, das hatten wir ja gehört, dass der Patient sozusagen mit einer hochgradigen Stenose im Analkanal oder im Analkanal bzw. im Anus aufgenommen worden war. Man hat gar nicht mehr die richtigen Strukturen erkennen können, sodass hier praktisch eine schwere Narbenbildung im Zwinkterbereich dargestellt ist. Man kann auch kaum Diagnostik machen. Rektoskopie war nicht möglich, eine Endosonographie, die sehr wichtig ist für die Beurteilung des Zwinkters, eine sehr wertvolle Untersuchung, die war nicht möglich, aber eine Kernspintomographie und eben auch die weitere Funktionsdiagnostik, die gezeigt hat, dass da eine Inkontinenz vorliegt, auch nach Dilatation mit Hegerstiften. Alternativ, wo wir auch immer wieder mit arbeiten, ist das aufzusprengen, Stenosen zu dilatieren mit einem Ballon, halte ich in dieser Situation nicht für günstig, weil die Strukturen, die noch vorhanden sind, möglicherweise auch zerstört werden, indem die Restfasern in der Region, also Schließmuskelfasern, zerstört werden durch die Aufsprengung. Das ist, glaube ich, wäre in diesem Fall nicht sicher gewesen, so dass man mit den Hegerstiften, die man ansteigend benutzt, eine sinnvolle Dilatation erreicht hat. Sodass hier dann nach der Diskussion, was machen wir jetzt, eben überlegt werden musste, Rekonstruktion ist kaum möglich bei diesem Befund. Was gibt es für Alternativen? Artifizielle Zwinkter sind nicht zu vertreten, da der Patient möglicherweise gar nicht in dem Bereich mehr lebt, wo man so einen Zwinkter bzw. so eine Konstruktion betreuen kann oder betreuen muss. Die sind ja sehr anfällig. Alternativ wäre zum Beispiel eine Sakralnervenstimulation, dass man eben den Sakralnerv entsprechend stimuliert mit einem Schrittmacher, wie hier im Modell mal gezeigt. Auch das ist sehr aufwendig und sehr betreuungsbedürftig, sage ich mal. Und das wäre sicherlich in der Situation bei diesen Patienten nicht möglich, sodass ich auch hier eigentlich die Gracilisplastik als das Verfahren der Wahl halte, wobei es natürlich sich dabei per se um ein komplikationsträchtiges Verfahren handelt. Ich glaube, wir müssen dem Team von Herrn Rost und auch den interdisziplinären Zusammenhalt ein Kompliment machen für das Ergebnis, was dabei rausgekommen ist, dass dieser Patient, junger Mann, kommt aus einem ganz anderen Kulturkreis, wo möglicherweise diese Stoma-Situation noch schwieriger gehandelt wird als per se schon in unserer Gesellschaft, dass man da das Ergebnis als ganz toll ansehen muss und da dem Team gratulieren muss für das Ergebnis. Lassen Sie mich noch einen Bogen schlagen zurück zu dem Alltag. Das ist ja schwierig, das ist eine besondere Situation, haben wir gesehen, Kriegsverletzung und so weiter. Und ich hatte ja eingangs auch die Situation der Fehlungsverletzung gezeigt. Und wir erleben es in unserer Klinik immer wieder, dass sowas mal auftritt. Das ist also ein junger Mann, der kommt in die Klinik, er hätte sich was eingeführt und hätte manipuliert und hätte diesen Fremdkörper nicht mehr entfernen können und hat dadurch eine Darmverletzung mit freier Luft erfahren und im rektosigmoidalen Übergang eine schwere Kolonperforation erlitten, die dann nach 48 Stunden, weil er sich nicht getraut hat zu kommen, eine chirurgische Herausforderung auch in unserem Bereich ist. Wie behandelt man das? Resektion mit Anastomose, Etappenlavage bei Peritonitis. Vielen Dank. Ja. Thank you very much.
Erstmal schönen guten Morgen nochmal, meine Damen und Herren und Kollegen und liebe Studenten. Ich stelle jetzt einmal vor den Fall eines jungen Rugby-Spielers, der während des Spiels einen Unfall hatte oder ein Gegenspieler tritt ihn in den Oberbauch. Und das war auch letztendlich auch mein erstes Mal Berührung mit überhaupt Rugby und was das überhaupt war. Für mich aus. Auf jeden Fall ging alles so los, dass, wie mein Chef das gerade eben geschildert hat, Hannover 78 und das FC St. Pauli ein Spiel hatten in der ersten Bundesliga-Meisterrunde. Und hierbei war auch ein sehr gutes Ergebnis für Hannover 78, 62-15, wie man sehen kann. Die Hannoveraner freuten sich sehr, aber gleichzeitig freuten sie sich nicht, weil es dem einen Spitzenspieler genau diese Situation dann passiert ist. Der Gegenspieler tritt in genau in den rechten Oberbauchübergang, rechter unterer Hemithorax und wird bewusstlos in dem Moment für knapp 3 Sekunden. Und danach fängt er an, dyspneisch zu werden, also ganz viel Luftnot. Und anschließend wird er direkt zu uns in die Klinik gefahren, hier in Hamburg. Also das Spiel fand hier in Hamburg statt. Und auf jeden Fall ist es 17 Uhr. Der Patient wird eingeliefert wegen dieses stumpfen Traumas am rechten, am unteren Hemithorax und am Oberbauch rechts bei diesem Rugby-Spiel. Der Patient klagt über Dyspnoe, über einen Druckschmerz am rechten Hemithorax, genau an dieser Stelle. Der Patient wird initial von den Traumatologen betreut. Genau. Bei Initialverdacht eines Pneumothorax, bei einer Rippenserienfraktur oder unter der Vorstellung eines möglichen Hämatothorax. Und dies wird letztendlich ausgeschlossen. Die Traumatologen stellten dann daraufhin direkt ein viszeralchirurgisches Konsil. Hierbei fand sich ein 21-jähriger Patient, ist wach orientiert, ist kooperativ, ist dennoch erheblich geschwächt. Wie Sie sehen, ist er auch kreislaufstabil, eine normale Herzfrequenz, Blutdruck und Sauerstoffsättigung sind normal. HB ist auch stabil bei 13,7 und bei der klinischen Untersuchung fällt auf, dass er einen deutlichen Druckschmerz im rechten Oberbauch hat, allerdings ohne Peritonismus. Dann die daraufhin durchgeführte Abdomensonographie zeigte mäßig freie Flüssigkeit, intraabdominell. Der Patient war weiterhin klinisch stabil, sodass direkt danach um 17.45 Uhr dann ein CT durchgeführt worden ist mit Kontrastmittel. Und hierbei zeigte sich eine tiefe Lazeration der Leber am rechten Leberlappen mit einem Hämatom. Hier einmal ganz kurz die transversale Aufnahme, wie Sie sehen können. Hier sieht man das Hämatom, der große Riss und auch perihepatisch und perisplenisch und insgesamt auch im ganzen Abdomen auch Ascites, vermutlich natürlich Blut. Und hier, wie gesagt, die Corona-Darstellung, wie Sie sehen können. Nach Mohr ist es hier eine Verletzung mindestens Grad 4. Der Patient wird direkt auf die Intensivstation verlegt. Nur mal ganz kurz, wegen der Mohr-Einteilung wollte ich auch noch hinzufügen, dass eine Grad 4-Verletzung eine ausgedehnte Zerstörung eines Leberlappens darstellt, einen massiven zentralen Hämatom, was auch wächst. Und ja, um 19 Uhr, also kurz danach, wird der Patient dann doch kreislaufinstabil, trotz Volumentherapie und Versuch der Stabilisierung auf der Intensivstation. Der HB sinkt dann auf 6, wird hypoton, Druck ist 40-30 und der Patient ist tachykard und bietet dann letztendlich einen Peritonismus im rechten Oberbauch, sodass die Notfall-Exploration anschließend folgt. Jetzt kommt auch ein Video dazu. Ja, wir explorieren ihn. Hierbei findet sich eine Lazeration im rechten Leberlappen mit Riss der rechten Fortader oder der Segmentfortader und eines Gallengangs, wie Sie sehen können. Hierbei zunächst nach Absaugen des gesamten Blutes wird die Leber auch dargestellt nach Exploration aller anderen drei restlichen Quadranten. Hier findet sich dieser 10 cm große Riss, es blutet unheimlich viel und man versucht dann erstmal überhaupt die Blutungsquelle darzustellen, zu verifizieren.
Dazu wird erstmal ein Pringle-Manöver durchgeführt. Hier wird das Ligamentum hepatoduodenale angeschlungen und letztendlich okkludiert. Und wenn man hier genau hinschaut, und hier zoomen auch ein bisschen, sieht man hier einen Riss in der Fortader, beziehungsweise in der Segmentfortader, sind das zwei kleine Risse, die, wie gesagt, unheimlich viel bluten. Diese werden auch übernäht und der Gallengang wird auch in diesem Bereich auch mitversorgt. Letztendlich sieht man auch hier, dass die Blutung steht, aber es zeigt sich trotzdem eine Blutungstendenz diffus, vermutlich auch aus einer Vene, sodass wir einen Streifen hier in diese Lazeration hineinlegen. Der ist kurz danach weiter blutgetränkt, die Leber muss komplett mobilisiert werden, auch in der Undercover letztendlich, und die muss auch eingepackt werden, wie Sie sehen, unterhalb und oberhalb, drumherum der Leber, wie Sie es in dieser Abbildung sehen können, und wird dann auf die Intensivstation verlegt. Zwei Tage später, wenn der Patient dann schon stabil ist, wird er relaparotomiert und es wird der Gallengang umgestochen. Sie sehen, dass eine Galleleckage vorhanden ist, weil das hier alles gelblich tingiert ist, etwas gallig. Und hierbei werden ganz vorsichtig die Bauchtücher herausgenommen. Das folgt vorsichtig unter ganz viel Wassergabe. Hier sehen wir den Streifen in dieser Lazerationszone. Den entfernen wir jetzt auch gleich. Eine kurze Orientierung, hier ist kopfwärts, vorwärts, rechts und links, wie gesagt. Und hier unter ganz vorsichtiger Entfernung des Tuches unter Flüssigkeitsgabe wird dann letztendlich die Zone dargestellt, die wir versorgt haben. Und direkt daneben fand sich, wie gesagt, eine kleine Galleleckage. Diese wird erneut umgestochen und anschließend wird auch eine T-Drainage eingelegt. Und hier ist letztendlich das Endresultat, dieser Krater in der Leber, den man sehen kann. Die Nahtstelle an der Fortader ist suffizient. Das alles, was hier drumherum ist, gelblich tingiert, ist wie gesagt von der Galle. Hier sieht man die T-Drainage, die man eingelegt hat. Die legt man in den Ductus cholecystorhis zur Entlastung des Galleabflusses, sodass diese Leckage auch trockengelegt werden kann. Und man tut etwas fibrillar auch in die Rissoberfläche. Und das ist letztendlich das Endresultat. Der Patient wird dann zurück auf die Intensivstation gebracht. Zwei Tage später wird er komplett kreislaufstabil auf die Normalstation verlegt, nach dem Depacking. Da hat er ein bisschen mit einer Darmparalyse zu tun, die aber letztendlich auch konservativ und erfolgreich behandelt wird. Und sieben Tage später, nach der zweiten Operation, wird der junge Mann entlassen. Allerdings noch bei liegender T- und Easyflow-Drainage. Er stellt sich daraufhin ein paar Tage später in unserer Sprechstunde. Man führt die Darstellung der T-Drainage durch. Man sieht hier einmal die T-Drainage, wie sie in den Ductus cholecystorhis hineingeht, mit Kontrastmittel sozusagen. Es wird hier angespritzt. Das Gallenwegsystem stellt sich regelrecht dar und der Abfluss ins Duodenum ist auch ganz gut nachvollziehbar, sodass diese Drainagen dann auch im Verlauf sukzessiv entfernt werden können. Auf der rechten Seite sehen Sie auch ein Verlaufsbild, ein MRT vom Oberbauch, wo man ein organisiertes Hämatom auch sehen kann. So, dem Patienten geht es letztendlich auch ganz gut. Fazit aus dieser Kasuistik ist, dass Patienten auch mit stabilen Vitalparametern nach einem abdominellen Trauma, was stumpf ist, engmaschig kontrolliert werden sollten, also überwacht werden sollten, da eine Blutung intraabdominell trotz Kreislaufstabilität nicht ausgeschlossen werden kann. Hierbei ist auch umso wichtiger die Analyse des Unfallmechanismus. Wie ist denn das passiert? Wie erklärt man sich die Situation und was kann denn dabei kaputt oder läsioniert gewesen sein? Und letztendlich auch, wenn der Patient Kreislaufinstabilität bietet, dann muss man eine Notfallexploration durchführen. Der Patient ist jetzt ein paar Monate später wieder zurück zum Spielen gegangen, sozusagen, bereitet sich jetzt auch aktuell für die EM. Für Deutschland. Dieses Jahr im Juni und Juli vor und spielt im Moment auch ohne Probleme wieder. Ja, es ist
So, vielleicht doch mal ein paar Zahlen zu Verletzungen in diesen Mannschaftskontaktsportarten. Rugby steht in Bezug auf den Rumpf. Da sind in erster Linie aber Rippen und Wirbelsäule gemeint und nicht mehr so die, nicht unbedingt die Weichteile, weil das ist doch relativ in dieser Intensität selten. Aber Rugby steht bei den Kontaktsportarten, dazu gehört Fußball selbstverständlich oder das, was man als Kampfmannschaftssportarten, Handball, bei uns Basketball, was eigentlich ein körperloses Spiel sein soll, stimmt absolut nicht. Wir haben Bundesligisten bei uns, da habe ich auch Spieler, die in meiner Behandlung sind. Dann haben wir noch die amerikanische Variante, also American Football. Da sind aber die Spieler vergleichsweise, und das Eishockey natürlich nicht zu vergessen, die sind ja geschützt, die haben Protektoren, beim Rugby nicht. Die haben zwar Trikots ohne Knopfleisten, aber dieser ganze Bereich ist nicht geschützt. Die sind eigentlich relativ wenig geschützt, haben auch im Bereich des Kopfes keinen Schutz. Und es ist so, dass etwa 15, nach den letzten Erhebungen, die ich kenne, etwa 15% im Gegensatz zu 3 oder 4% beim Handball, kaum beim Fußball Rumpfverletzungen in dem Sinne, sondern gerade beim Rugby 15% eben auf die Rumpfregion, wobei nochmal Rippen in erster Linie und Wirbelsäule angesprochen werden. Das Entscheidende, denke ich, so habe ich mal angefangen. Ich habe also angefangen 1979 in der Halle bzw. am Fußballplatz, da war ich noch Student, da durfte ich also keine ärztlichen Dinge tun, aber ich konnte als Betreuer arbeiten. Und was macht man dann, wenn man einen gut sortierten Koffer hat? Man macht das, was ich jetzt einfach mal auch vor allen Dingen an die Studenten weitergeben möchte, als Fünf-Sinne-Medizin bezeichnen. Man nutzt das, was man zur Verfügung hat, nämlich seine Augen. Ja? Man nützt die Ohren. Es kann nämlich zum Beispiel sein, ich denke an die Geschichte Uwe Seelers Achillessehnenriss, der durch das ganze Volksparkstadion geheilt hat. Ne? Das heißt, so frage ich die Patienten auch, zum Beispiel, wenn jemand mit einer Problematik im Knie kommt, gab es eine Instabilitätssituation, hat es irgendwo geknackt, ne? Dann kann ich mir unter Umständen schon ausmalen, muss ich da erweiterte Diagnostik machen oder kann ich das erstmal machen, was ich normal rausuntersuchen kann. Was mir sehr am Herzen liegt für die Studenten, wenn das sozusagen curriculumartig, also untersuchen am Bewegungsapparat oder generell das, was man nicht operativ leisten kann, wenn man das wieder machen will. Bei den Rumpfverletzungen ist es eben so, häufig erstmal 60-80% sind straßenverkehrsunfallbedingt, werden Sie mir wahrscheinlich recht geben. 10-23, was ich weiß aus meinem Leben, sind Sport- und Freizeitunfälle. Davon wieder sind die meisten wie hier stumpfe Traumata. Ja? Bei den stumpfen Traumata ist eigentlich eher die Milz betroffen mit 25% gegenüber der Leber mit 15%. Mhm. Wenn es penetrierende Traumata gibt, dann ist meistens das Intestinum betroffen. Jetzt guckt man natürlich, wie auch dort, nach klinischen Zeichen. Das heißt, der hatte Dyspnoe und hatte Schmerz. Man guckt nach Peritonitis-Zeichen. Und ich sage mal, ich weiß nicht, ob es rechts das auch gibt, aber bei der Milzruptur oder bei Milzverletzung haben wir einmal das Kersche-Zeichen, nicht, mit dem fortgeleiteten Schmerz in die Supraklavikularregion geleitet über den Phrenikus, genauso wie den Seegesser, ja, der zwischen Sternocleido links und dem Scalenus anterior als Druckzeichen sich manifestiert. Ich weiß nicht, ob das rechts so ähnlich gibt. Denn wir kennen das ja von der Gallenblaseninfektion, dass man trotzdem auch eben Schulterschmerzen hat. Alle Schulter, ja? Gibt es so. Genau. Gibt das heißt, das ist auch wieder Phrenikus über das C4-Segment geleitet, also in die Supraklavikularregion. Letztendlich geht es darum, das, was hier passiert ist, dass man A, von der Sportart entweder was versteht, sich belesen hat, dort Erfahrung sammelt oder sie selber durchgeführt, sodass man einen entsprechenden Blick kriegt. Schlag nochmal den Bogen zum Boxen. Als ich dort angefangen habe, das ist über 30 Jahre her, da habe ich mich im Profibereich, da habe ich mich neben die Punktrichter gesetzt und habe versucht mitzupunkten. Dadurch schulen sie die Augen, ja. Und dann kommt es einfach darauf an, dass Sie bei, 5 oder 97% Bagatellverletzung den Worst Case aber im Hinterkopf haben und das immer. Und das ist diese Verpflichtung zur Sorgfältigkeit, die man als Sportmediziner hat, weil wir sind egal in welcher, ich habe dritte Liga betreut, da sind Sie natürlich nicht mit einem großen Besteck dabei, sondern mit einem gut ausgerichteten Koffer und der Möglichkeit, eben ein Krankenhaus im Hintergrund zu haben oder so, wie wir es im Boxen machen, dass wir da vernetzt sind, überall, wo wir sind unterwegs,
mit einem Krankenhaus der maximalen neurochirurgischen Versorgungsmöglichkeit. Wir hatten gestern darüber gesprochen, denke an den Fall hier aus Hamburg, Vitali Klitschko gegen Shannon Briggs. Der hatte, und ich weiß, dass Vitali Klitschko sehr hart zuschlagen kann, der hatte 171, heute kann man alles scoren, 171 Volltreffer am Kopf genommen und wollte nicht zu Boden gehen. Hatte dann, wie man hinterher gesehen hat, als er in Eppendorf eingeliefert war, eine Haaresfraktur im Jochbein. Und hatte einige Schwellungen und auch Hautverletzungen, die eigentlich im Boxen oder beim Boxen am häufigsten sind. Und dann gab es eine Riesendiskussion darum, weil die Regeln beim Berufsboxen in Bezug auf die Kompetenz bzw. oder die Eingriffsmöglichkeiten der Ärzte wenigen Leuten bekannt sind. Wir dürfen nämlich nur auf Anforderung des Ringarztes da oben raufgehen, dann die Wunde begutachten oder den Bereich oder den Zustand, sprich Dizzy, ne, häufige Treffer, Dizzy-Zustand des Patienten und dann eine Empfehlung an den Ringrichter geben. Und der hat letztendlich die Oberentscheidung. So. Zu den stumpfen Bauchtraumen. Beim Boxen ist es so, man spricht immer von der Kontusion der Leber, ob es die gibt oder nicht. Es ist einfach so, die Treffer, die gelandet werden im Leberbereich, sind eben meistens im Sinne von Haken, meistens durch eine Veränderung der Auslage. Das heißt, ein Normalausleger, der die linke Hand vorhat, wird geboxt gegen einen Rechtsausleger, der natürlich seine Schlagkraft in der linken Hand hat. In den meisten Fällen, wenn die Leber getroffen wird, hat sie die Möglichkeit, im Bereich des Abdominarums auszuweichen, noch dorsolateral. Da passiert eigentlich relativ wenig. Zerreißung, so wie hier, gibt es im Boxen nicht. Und es ist so, was Sie maximal feststellen können, es kann mal bei einer Leberprellung kann es zu dezenten Zelluntergang kommen. Das heißt, wir haben dann bei einer Erhöhung von 1 oder 2% Zelluntergang haben wir schon eine Verdoppelung der Enzyme GOT, GPT und LDH. Ja? Aber letztendlich die zweite Geschichte dieses bekannten Leberhakens ist eigentlich eher dieses reflektorisches Geschehen des Plexus Celiacus, der getroffen ist. Das heißt, der Boxer ist mit klarem Kopf nicht in der Lage zu atmen für einen Moment, was auch Angst macht und hat einen Schmerz, der sozusagen vernichtend ist und dazu führt, dass der Kampf abgebrochen werden muss oder auch nicht. Das sind eigentlich die beiden Fälle, wo wir sagen können, dass da die Weichteile in Mitleidenschaft gezogen werden oder irritiert werden. Wenn Sie sich die Jungs angucken, die machen wie zum Beispiel Manny Pacquiao, macht jeden Tag 2000 Sit-Ups, ne? Also die haben wirklich Waschbrett. Und sind natürlich, was ja auch noch der Unterschied ist zu dieser Geschichte, Kampfsportler, du kennst dich da selber aus, Kampfsportler erwarten ja, dass sie getroffen werden. Also gibt es auch Meidbewegungen, was ja auch der Sinn des Boxens ist. Boxen ist ja eigentlich eine Verteidigungssportart. Der Zuschauer möchte natürlich den krachenden K.O. sehen, aber Boxen ist eine Verteidigungssportart und die können eben, erstens können sie natürlich, haben sie eine andere Möglichkeit, etwas zu ertragen, gerade im Kopfbereich, der ja im Grunde sensibler ist. Noch, aber sie sind vor allen Dingen so trainiert, dass eben solche Treffer vergleichsweise wenig aufmachen. Wenn aber, sage ich mal, der Impact, das heißt die Distanz richtig stimmt und der Schwung, nicht, das kommt also sozusagen, wie man sagt, das kommt spielerisch aus der Bewegung heraus, dann ist das Problem, dass eben der Leberhaken einfach ein wunderbares Stilmittel ist, wenn ich das so sagen darf. Er ist in dem Abdominalbereich, wenn wir dann sozusagen das Retroperitoneum in den Rücken nehmen, dann haben wir eher mal Hämaturien nach Nierentreffern häufige, die natürlich eigentlich nicht zum Stilmittel zählen dürfen, weil die Trefferfläche hört hier auf. Nierenschläge sind verboten, wenn es der Ringrichter wie in Amerika so häufig nicht moniert, kann das mal sein. Man hat dann einfach über ein paar Tage das Sediment zu kontrollieren. Wir haben 1200 rote Blutkörperchen auf 1 Milliliter Urin. Im Sediment sind dann 1 bis 2 normal. Wenn eine Hämaturie, die ja auch belastungsbedingt resultieren kann, die sollte nach 3 bis 4 Tagen sich erledigt haben, sonst müsste man einen Urologen hinzuziehen. Das heißt also, wir haben dort im Bereich Boxen oder beziehungsweise der Kontaktsportarten Gott sei Dank diese Traumata nicht. Nochmal, entscheidend ist, dass man entweder durch den Physiotherapeuten am Rand oder durch die Kenntnisse auch vom Trainer werden da Kenntnisse geworden,
dass man im Bewusstsein der Möglichkeit des Worst Case so handelt wie hier, weil wir eben sehen, in einem zeitlichen Verlauf, das Spiel dauert ja beim Rugby, die haben um 15 Uhr angefangen, das dauert etwa zweimal 30 Minuten, insgesamt zweimal 40 Minuten, dann waren anderthalb Stunden noch, bis dieser junge Mann eigentlich in die Schocksituation abgeglitten ist. Und das muss man einfach im Grunde genommen im Hinterkopf haben. Aber ansonsten ist es sinnvoll, vor allen Dingen auch das Auge zu schulen. Das heißt, an jedem Wochenende, wo ich ein Fußballspiel sehe, stelle ich mich selber auf die Probe, wenn eine Situation ist, ob ich sehe, vermutlich was für eine Verletzung, wie zum Beispiel, wer das letzte Woche gesehen hat, beim HSV-Spiel diese Verletzung von Elkin Soto mit der Unhappy Triad. Ja, hat also, wie gesagt, geschossen. Van der Vaart springt dazu, das Knie wird wirklich maßlos überstreckt. Er hat also, wie gesagt, Innenmeniskus, Innenband, Kapsel und vorderes Kreuzband, das war exartikuliert. Das heißt, dass man auch in der Schnelligkeit der Situation, es bedarf einer bestimmten Schulung des Auges. Und das kriegen sie eigentlich, so wie vieles, was wir haben in der Medizin, Erfahrung kriegen sie eigentlich nur durch immer wieder hingucken. Ja? Wesentlich ist vor allen Dingen, dass sie in der Lage sind, die Notfallsituation, die Extremsituation, so wie hier geschehen, zu antizipieren und auch wenn das dann nachher nicht der Maximalbesorgung bedurfte, dann ist es doch sinnvoll, dass dieser Patient in der Klinik aufgenommen wurde und in diesem Zusammenspiel zwischen Traumatologie und Abdominalchirurgie maximal gut versorgt wurde und seinen Sport, wie man dann gesehen hat, wieder ausgeführt hat. Prima. Oder ausführen konnte. Gut. Ja, schönen guten Morgen auch von mir, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich hier auch einen Vortrag aus unserer Abteilung sozusagen oder über einen Fall unserer Abteilung einmal halten darf. Es geht um die Polytraumaversorgung, in unserem Fall ja im Prinzip ein ganz großes Thema in St. Georg, diesmal aber es nicht um direktes Schockraummanagement, sondern um das, was nach dem Schockraum geschieht. Wenn ich quasi schon weiß, welche Verletzung hat mein Patient und ich relativ zügig eben die Entscheidung treffen muss, was mache ich mit ihm, wann operiere ich ihn, woran operiere ich ihn, womit kann ich mir Zeit lassen. Wir fangen erstmal mit dem Fall an. Wir befinden uns in der ZNA, in unserer Klinik sozusagen. Das Schockraumtelefon klingelt, Feuerwehrkönig an. Es kommt ein 41-jähriger Motorradfahrer, der mit 120 km/h auf der Autobahn von einem PKW abgedrängt wurde. Ist momentan noch ansprechbar. Ansonsten über weiteres Verletzungsmuster ist erstmal nichts bekannt. Bei Eintreffen unserer ZNA, jetzt mal einen kleinen Einblick in unseren Schockraum, ist der Patient weiterhin wach. Er ist nicht intubiert, nicht beatmet, ist aber doch in gewissem Maße Vigilanz gemindert. Er durchläuft unseren üblichen Schockraum-Algorithmus, wo ich jetzt nicht so detailliert darauf eingehen muss. Im Prinzip werden die Vitalparameter erhoben. Er hat eine Sauerstoffsättigung von 90. Und der Raumluft bessert sich aber unter O2-Gabe dann eigentlich ganz gut. Blutdruck ist bei 120 zu 90, macht uns das auch noch nicht solche Sorgen, aber die Herzfrequenz ist bei 92, das heißt, er ist doch in die tachykarde Richtung. Der HB ist bei 8,6 und im Prinzip ja auch einen Hinweis darauf gibt, dass da schon was im Argen ist. Prinzipiell, wie wir es immer zusammenfassen, es ist mal kein A- oder B-Problem, aber letztendlich haben wir einen Hinweis auf ein hochgradiges C-Problem. Auf die weiteren Untersuchungen gehe ich jetzt nicht so detailliert ein, weil das sonst den Rahmen sprengen würde. Es kriegt jeder bei uns einen Ultraschall. Der war soweit unauffällig bei ihm, hatte keine Freiflüssigkeit, auch keinen Perikarderguss, keinen Anhalt für eine Organverletzung. Jetzt bekommt ihr einen Röntgen-Thorax, der war auch soweit unauffällig, kein Pneumothorax zu sehen, keinen Anhalt für eine Rippenfraktur. Das weiß man im Beckenübersicht, da hat man eine Symphysensprengung gesehen. Ansonsten keine weitere grob dissoziierte Beckenfraktur. Ist dann soweit einigermaßen stabil geblieben und ins CT gegangen. Hier sieht man auf der rechten Seite einmal die 3D-Rekonstruktion vom Polytrauma-CT. Zusammenfassend kann man sagen, er hatte auf der linken Seite einmal eine Oberarmschaftfraktur, wenn man ja auch ganz schön sehen kann, hatte eine Unterarmschaftfraktur zweitgradig offen, auch auf der linken Seite, eine distale Radiusfraktur auf der linken Seite, die man auch erkennen kann. Des Weiteren auf der rechten Seite, wie man zum einen 3D-Scan erkennen kann, so wie im normalen Schichtdarstellung, eine distale Femurfraktur und eine proximale Tibiafraktur drittgradig offen, aus der es auch zu einem gewissen Blutverlust kam. Dazu kam dann eben die erwähnte Beckenverletzung, hat man im CT gesehen, dass es quasi eine B2-Verletzung ist. Man hat aber keinen Anhalt für eine intraoperative Blutung oder ein retroperitoneales Hämatom gesehen.
Des Weiteren eine Talusluxationsfraktur tritt geradig offen auf der linken Seite. Sieht man einmal ganz schön sagen, das Live-Bild und auch einmal das Röntgenbild, was quasi hochgradig disloziert ist. Wir waren noch nicht sozusagen zum Ende gekommen, der Radiologe sagt Bescheid, es gibt noch eine DDK12-Fraktur, die er in der Rekonstruktion gesehen hat, mit einem epiduralen Hämatom, das schon zu einer gewissen Spinalkanalstenose führt und somit sozusagen mit einem drohenden Querschnittsyndrom zu rechnen ist. Weitere Details, es gab noch einen Abriss der Polarterie der Niere, hat sich aber weiterhin jetzt nicht im Bereich des CTs als blutungsrelevant dargestellt. Im CT auch weiterhin keine freie Flüssigkeit, weder intraabdominal noch im Thorax zu sehen und das CCT war soweit unauffällig. Ja, was macht man nun? Ist bei uns natürlich auch ein entsprechendes Thema in der Trauma. Heißt, dass man einfach mit dem kleinsten möglichen Eingriff das maximalste Outcome für den Patienten rausholen möchte. Das heißt, Frakturstabilisierung, dadurch dann eben Blutungsreduktion, reicht man relativ schön, relativ zügig mit Fixateur externe Anlage. Punkt Nummer zwei, Early Total Care, ist auch so ein Schlagwort, was in der Trauma immer wieder fällt. Heißt, dass man quasi relativ zügig eine primäre osteosynthetische Versorgung anstrebt. Hat natürlich den Vorteil, dass man nur einmal in den OP fahren muss und der Patient ist relativ zügig dann mobilisierbar. Letztendlich muss man natürlich auch daran denken, dass man dem Patienten ja schon auch ein entsprechendes Trauma dann quasi noch durch die OP zufügt. Lange OP-Zeit, großes Trauma, dass man durch den Schnitt unter Umständen dem Patienten zufügt. Da muss man im Prinzip abwägen. Ja, und welche Reihenfolge wollen wir? Habe ich hier gerade nochmal so die wichtigsten Verletzungen von unseren Patienten nochmal aufgeführt. Wo fangen wir an? Fangen wir mit dem Becken an? Fangen wir mit dem Oberarm an? Was ist mit dem Fuß? Doch vielleicht das Femur? Was sagen die Leitlinien? Also, in der S3-Leitlinie steht als allererstes, dass man natürlich immer abwägen muss. Kein Patient ist wie der andere, der bei uns im Schockraum liegt. Fängt mit dem Alter des Patienten an, ob man da jetzt einen 20-jährigen Motorradfahrer hat oder einen 80-jährigen geriatrischen Patienten, der unter Marcomar eventuell gefallen ist. Habe ich ein ABCD-Problem? Hat er ein Thoraxtrauma? Hat er eine Lungenkontusion von Thorax? Kann ich ihn überhaupt auf den Bauch drehen? Das sind ja schon mal so die Fragen. Was macht der Metabolismus? Macht der Base Access? Kann ich da überhaupt jetzt rangehen oder braucht er dann erstmal Ruhe? Hat er ein schweres Schädel-Hirntrauma, weswegen er erstmal auf Intensivstation eine Weile auch sozusagen zur Ruhe kommen muss, in Anführungsstrichen? Oder kann ich ihm die OP dann auch gleich zumuten? Prinzipiell muss man natürlich sagen, dass die Damage-Control-Variante sich als besser bewährt hat, wie quasi in allen Fachdisziplinen sozusagen, dass man eben versucht, das Trauma für den Patienten so gering wie möglich zu halten und ihn nicht dann noch stundenlang Operationen aussetzt, die man eventuell auch im Verlauf durchführen könnte. Natürlich gibt es gewisse Notfallindikationen, sind zum einen offene Frakturen, die man innerhalb von 6 Stunden versorgen sollte und sind Frakturen mit Gefäßverletzungen und sind Frakturen mit einer Compartmentbildung, an denen man relativ zügig eben rangehen sollte. Des Weiteren wird quasi aufgeführt, dass man die untere Extremität vor der oberen Extremität versorgen sollte. Gibt es im Prinzip diverse Studien, die da so die Vor- und Nachteile eben über längeren Zeitraum beobachtet haben. Des Weiteren gibt es verschiedene Therapiekonzepte. Man kann natürlich die Version mit dem Fixateur externe wählen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, die Frakturen direkt osteosynthetisch zu versorgen. Gibt über einen längeren Verlauf für den Patienten kein definitives Benefit für eine Variante. Wann operiere ich jetzt aber genau was? Darauf habe ich jetzt noch nicht wirklich eine Antwort liefern können. Czerny hat das mal über relativ langen Zeitraum nachuntersucht und konnte im Prinzip zeigen, dass die Reihenfolge Tibia, Femur, Becken, Wirbelsäule, obere Extremität bei einem Patienten mit geschlossenen Frakturen und ansonsten stabilen Kreislaufsituationen soweit zu empfehlen ist. Des Weiteren hat er auch quasi postuliert, dass man offene Frakturen durchaus primär osteosynthetisch versorgen kann und auch soll, wenn es die Weichteilsituation zulässt. Wenn man jetzt kein massiv verschmutztes OP-Gebiet hat und wenn man auch eine adäquate Weichteildeckung
schaffen kann, wenn es die Fraktur sozusagen benötigt, in Anführungsstrichen. Dazu komme ich gleich auch einmal nochmal. Gut, das Ganze auf unseren Fall einmal nochmal zurückgeführt. Wir gehen davon aus, dass das C-Problem bei unseren Patienten vor allem auf den Blutverlust aufgrund der Frakturen zurückzuführen ist. Das heißt, wir da quasi einmal ansetzen. Anhalt für eine intraabdominale Läsion haben wir in dem Sinne nicht. Die stärkste Blutungsquelle in dem Sinne befindet sich im Bereich des rechten Knies. Das heißt, da sollte man auf jeden Fall rangehen. Das Becken in dem Sinne haben wir es als wenig relevant eingeschätzt, weil wir keinen Anhalt hatten für ein retroperitoneales Hämatom. Im Prinzip hatte eine Symphysensprengung, das kann man mit einer Beckenschlinge erstmal ganz schön stabilisieren. Das muss man nicht sofort notfallmäßig im OP versorgen. Dann ist ja noch das Problem mit der BBK12-Fraktur und der Einblutung in den Spinalkanal. Das heißt, im Prinzip muss man von der gedrohten Querschnittssymptomatik ausgehen. Der Patient war ja im Prinzip bei Eintreffen in den Schockraum soweit wach, man konnte ihn untersuchen. Er hatte intakte PDMS der unteren Extremität, weiß man natürlich aber nicht, wie lange das sozusagen noch so bestehen bleibt. Deswegen ist das natürlich auch was man versorgen sollte. Letztendlich konnten wir ihn aber nicht auf den Bauch drehen, wegen der Kreislaufsituation. Dann hat man das Problem im Fuß, und im Fuß habe ich noch gar nichts gesagt. Das ist im Prinzip dieser Fall mit der offenen Fraktur, die man direkt osteosynthetisch versorgen sollte. Eine Talusluxationsfraktur ist was, was man eigentlich nicht geschlossen und auch nicht einfach nur durch Zug reponiert bekommt. Also im Prinzip macht das keinen Sinn, dran zu ziehen, Fixateur drauf zu machen, das ist stabil, das ist nicht stabil. Das heißt, im Prinzip ist das eine Fraktur, wo auch laut Leitlinien empfohlen wird, dass man es relativ zügig orthosynthetisch versorgt, einfach weil, weil die Gefahr einer avaskulären Nekrose deutlich erhöht ist und das für den Patienten auf lange Sicht eben deutliche Probleme mit sich führt. Wenn man quasi den Talus verliert oder die Talusgelenkfläche verliert, das ist eine Arthrodese, dann endet, dann hat man da eine erhebliche Funktionseinbuße auf lange Sicht. Von daher, wenn möglich, dann sollte man da die Osteosynthese anstreben. Die obere Extremität war jetzt von nicht so entscheidender Bedeutung für uns erstmal. Wir im Prinzip in Leitlinien aufgeführt, hat man da jetzt da muss man nicht mit dem Compartment-Syndrom rechnen und hat man keine gravierende Blutung in dem Sinne. Gut. Unsere Hypothese war, da der Patient im Prinzip auf das Volumen von der Anästhesie sehr gut angesprochen hat, dass man ihn durch die Blutstillung, durch die Operation auch dann ganz relativ zügig, relativ gut kreislaufstabil bekommt. Von daher haben wir ihn dann in den normalen OP genommen, nicht in unsere Not-OP. Haben uns dazu entschlossen, dass wir quasi in zwei Teams arbeiten. Mein Chef hat sich sozusagen einmal den Talus angenommen, während der Oberarzt parallel dazu das Knie versorgt hat, einmal ein ausgewähltes Grundinterpretement durchgeführt hat und die Fraktur im Prinzip durch eine Fixateur von Femoral auf Tibial dann stabilisiert hat. Darunter kam es zu einer sehr guten, kam es eigentlich zu einer guten Blutstillung. Das heißt, der Patient war dann relativ zügig auch kreislaufstabil, ohne dass die Anästhesie noch groß einschreiten musste oder mit Kalibrinen arbeiten musste. Wir haben dann einmal eine Kontrollsonographie durchgeführt. Da hat man weiterhin gesehen, dass keine freie Flüssigkeit vorliegt, das heißt weiterhin keine intraabdominale Läsion. Das heißt, im Prinzip gehen wir jetzt davon aus, dass der Patient weiterhin kreislaufstabil ist, wir keine Blutung im Abdomen haben und wir somit vertreten können, ihn einmal auf den Bauch zu drehen, um die Wirbelsäule zu versorgen. Und das haben wir in dem Fall auch durchgeführt. Man sieht ihn einmal nochmal exemplarisch, so ein Kniegelenksfixateur ist jetzt ein anderer Patient. Unser Patient hatte ja eine recht große Wunde, aber einfach nochmal exemplarisch. Hier sieht man nochmal die Osteosynthese des Talus, sowie die Fibula-Osteosynthese, die der Chef dann quasi parallel zu der Fixateuranlage im Bereich des Knies durchgeführt hatte, wo das Ganze quasi wieder sehr schön auf Stellung steht. Genau, und das ist quasi die Wirbelsäulenversorgung. Wir haben ihn dann eben auf den Bauch gedreht, das hat er auch sehr gut toleriert. Ist dann dorsal instrumentiert worden von BWK 11 auf LWK 1 und auch für BWK 12 dekomprimiert worden, ist laminektomiert worden, Hämatom wurde ausgeräumt. Hat er, wie gesagt, alles sehr, sehr gut toleriert, ist danach wieder auf den Rücken gedreht worden und im Prinzip konnten wir dann
direkt sogar noch die Fixatur externe Versorgung der oberen Extremität durchführen, einfach weil wir von der OP-Zeit her quasi noch im gewissen Rahmen waren, der Patient das relativ problemlos toleriert hatte, war ja im Prinzip im Bereich des Unterarms auch eine zweitgradig offene Fraktur, das kann man ja auch nicht lange rauszögern, von daher war das eigentlich ganz schön, dass man das gleich versorgen konnte, wurde entsprechend depriviert, hat eine Fixatur bekommen und auch eine Fixatur im Bereich des Oberarms des Humerus. Dann ist er im Prinzip auf die Intensivstation gekommen, hatte dort Zeit, sich soweit von dem Ganzen zu erholen und dann wurden quasi im Verlauf in mehrfachsten weiteren Eingriffen die weiteren Versorgungen durchgeführt. Hier sieht man noch weitere Osteosynthesen von Verletzungen, die ich jetzt so ein bisschen unterschlagen habe, um das jetzt nicht ganz unübersichtlich zu machen. Hatte noch eine Beckenschaufelfraktur auf der linken Seite, die auch mit einer Platte versorgt wurde. Symphyse wurde verplattet. Er hatte noch eine Weber-C-Fraktur auf der rechten Seite, die auch entsprechend dann osteosynthetisch versorgt wurde. Hatte noch eine distale Humerusfraktur auf der rechten Seite. Sieht man auch, die Platten-osteosynthetische Versorgung ist initial mit dem Gipsverband ruhiggestellt worden. Dann sieht man einmal die Osteosynthese vom linken Unterarm und des Radius sowie die Marknadel-Osteosynthese des linken Oberarms. Und das hat er im Prinzip alles soweit ganz gut weggesteckt. Schlussfolgerung. Ja, Early Total Care ist natürlich immer schön für den Chirurgen. Operieren tun wir alle gern. Letztendlich muss man so ein bisschen auch das Patientenwohl eben sich vor Augen führen. Damage Control ist was in der Akutsituation auf jeden Fall eigentlich den Vorzug bekommen sollte. Man muss es vom Patientenzustand abhängig machen. Wie ja schon gesagt, es ist ein junger Mann, der eventuell eine längere OP-Zeit und ein bisschen größeren Blutverlust ganz gut toleriert. Es ist ein älterer Patient, der da eben schneller Probleme aufweist. Man kann sowas entsprechend kombinieren, wie gezeigt. Man kann Fixatur mit einer Osteosynthese kombinieren, je nachdem, um welche Verletzung es sich eben handelt, um welche Körperregion es sich handelt. Diese Reihenfolge, die empfohlen wurde, Tibia, Femur, Becken, Wirbelsäule und Oberextremität, ist, wie gesagt, eine Empfehlung. Man kann das machen, wenn das im Prinzip geschlossene Frakturen sind, der Patient kreislaufstabil ist und man einen erfahrenen Operateur hat, der das relativ zügig versorgen kann, dann kann man das nach der Reihenfolge machen. Wenn der Patient aber kreislaufinstabil ist, wenn er ein C-Problem hat, muss man natürlich schauen, wo liegt das Hauptproblem und da dann entsprechend dann eben zuerst ansetzen. Es macht keinen Sinn, sich zuerst dem Bein zuzuwenden, wenn das Problem des Becken ist. Ne? Also ich denke, das ist auch jedem sozusagen klar. Im Zweifelsfall Damage Control, wie auch die Kollegen heute auf dem Bauch das schon angewandt haben, trifft es in der Trauma natürlich genauso zu, um für den Patienten eben so das bestmögliche Ergebnis rauszuholen. Gut, das wäre es von meiner Seite aus. Ja. Fragen, dann gebe ich dir mal nach. Es ist mir eine Freude, nach einem Jahr Hamburg hier von Professor Oldhafer eingeladen worden zu sein und für die Unfallchirurgie in Hamburg mitzusprechen oder zumindest einen Fall aus Asklepios St. Georg zu kommentieren. Wenn wir uns über Polytraumaversorgung unterhalten, brauchen wir ja unser Damage Control Prinzip. Die ersten beiden Phasen im Bereich Damage Control, im Bereich Schockraummanagement, bestehen aus der Akutphase oder sogenannten Reanimationsphase, gefolgt von der primären operativen Versorgung, der sogenannten Day One Surgery. Die Akutphase, Reanimationsphase ist eine Kombination aus Diagnostik und Therapie, was gefährdet den Patienten und sofortige Behandlung der lebensgefährdenden Blutungen in erster Linie, beispielsweise Thoraxdrainagen, Stillen von Massenblutungen, insbesondere auch im Bereich des Beckens durch eine rasche Stabilisierung bei instabilem, blutendem Becken, unter Umständen auch durch zusätzliche interventionelle Maßnahmen. Nach dieser Phase beginnt die primäre Versorgung. Diese besteht in lebens- und organerhaltenden Maßnahmen. Im Vordergrund steht Thorax, Abdomen, Gehirn. Daran stirbt man.
im Anschluss die Wirbelsäule, insbesondere bei drohendem oder manifestem Querschnitt. Behandlung der extremitätengefährdenden Situationen wie Compartment-Syndrom, wie Gefäßverletzungen, wir sprachen davon. Behandlung der offenen Frakturen und natürlich Stabilisierung der langen Röhrenknochen zur Reduktion des Antigenic Shift oder der Antigen, des Antigen Loads zur Reduktion des Second Hits durch das Trauma. Wenn wir uns den Fall von Frau Hofmann ansehen, sehen wir, es ist ein Hochrasanztrauma. Und da ist anders, als Professor Oldhafer eben sagte, nicht wir warten ab und gucken, was passiert, weil wir rechnen nicht mit dem Worst Case. Im Gegenteil, ATLS, zuerst rechnen wir mit dem Worst Case. Deswegen Schockraumprotokoll, ATLS, A, B, C, D. Und dieser Patient hatte glücklicherweise weder ein A- noch ein B-Problem. Er hatte keine Verletzung der intrathorakalen Organe, er hatte keine Verletzung des Kraniums, er hatte keine Verletzung des intraabdominellen Raumes, es steht auch keine Verletzung des retroperitonealen Raumes. Es wurde berichtet von einem Pull-Abriss der Nierenarterie ohne retroperitoneales Hämatom. Wie das zu werten ist, kann ich von dieser Stelle nicht sagen, aber wir können zumindest sicher sein, er hatte keine retroperitoneale Blutung. Und damit hat er, und das sehr in Anführungszeichen, nur Verletzungen des muskuloskeletalen Systems, und zwar der Extremitäten, und zwar aller vier Extremitäten, aller vier, linkes Bein, ja, linker Talus, aller vier Extremitäten und der Wirbelsäule und des Beckens. Und damit stellt sich die Frage, was gefährdet im Moment unseren Patienten, wenn er keine akute lebensbedrohliche Blutung hat? Die Gefährdung des Patienten ist das Trauma selbst, der First Hit, die vorübergehende Kreislaufinstabilität, von der berichtet worden ist, mit einem Base-Exzess von minus 8. Wir wissen aus dem Fallbericht nichts über Temperaturkoagulopathie. Frau Boll sprach vorhin von der letalen Trias, das, was im akuten Trauma eine große Rolle spielt. Aber es gelang den Patienten zu stabilisieren. Das heißt, die Gefährdung besteht weiterhin in der Wirbelsäulenverletzung mit dem drohenden Querschnitt, was man in den CT-Schnitten, die gezeigt wurden, deutlich gesehen hat. Durch die zweit- bis drittgradig offenen Frakturen im Bereich des Kniegelenkes rechts mit einem Floating Knee im Bereich des Talus links und im Bereich des Unterarms. Die Beckenverletzung ohne Blutung, stellt sie eine Gefährdung dar? Prinzipiell nein, wenn sie nicht weiter disloziert oder nicht anfängt zu bluten. Und die Indikation der Versorgung in der Primärphase behandelt zuerst das, was am meisten gefährdet. Rein indikatorisch bei diesen Patienten Rückenmark dekomprimieren, Wirbelsäule stabilisieren. Das geht aber nicht, weil er noch nicht so stabil ist, dass man auf den Bauch drehen kann. Also stabilisieren wir zunächst die offenen Frakturen und führen ein entsprechendes Weichgewebsmanagement durch, das in Rückenlage möglich ist mit Knie und Sprunggelenk. Die Versorgung des Sprunggelenkes. Frau Hofmann, ich glaube, das Bild war schon von dem Patienten, weil auf dem Röntgenbild hinterher sah man noch die Fixateurlöcher. Ich denke, es wurde gemacht, eine primäre Osteosynthese mit Schrauben und anschließend zur Sicherung ein Fixateur drüber, zumindest wenn ich die Bilder, die Sie gezeigt haben, richtig deute. Eine Möglichkeit, sicherlich eine Möglichkeit, wenn man den Talus nicht reponiert, geht er zugrunde. Man kann ihn reponieren und abhängig vom Weichteilschaden entweder primär osteosynthetisch versorgen, wie passiert, man kann aber auch die Reposition zur Not mit Kirchnerträten halten, mit Fixateur halten und gegebenenfalls
gegebenenfalls sehr schön, nur zu früh. In einem zweiten Eingriff die definitive Osteosynthese durchführen. Das entscheidet alleine die Situation des Patienten und die Weichgewebssituation. Nach diesen Maßnahmen können Sie den Patienten auf dem Bauch lagern. Die Versorgung der wirklich gefährdenden Situation ist möglich. Die Frage ist, die hatten Sie aber schon beantwortet, was machen wir mit dem Becken? Weil wenn wir den Patienten auf den Bauch legen, bei der Becken-B-Fraktur kommt Stress drauf. Theoretisch besteht die Möglichkeit des Beginns einer Beckenblutung, aber Sie sagten schon, mit einem Sheet oder mit einem Gurt kann das entsprechend verhindert werden. Prinzipiell alles richtig gemacht. Die Einschätzung, die Sie in Ihrem Vortrag hatten, absolut zugetroffen. Was sagt die Literatur? Und jetzt kommen wir nämlich dazu, was wie immer oder wie so häufig widersprüchlich ist. Wir haben in der Literatur viele, viele Veröffentlichungen, auch im deutschsprachigen Raum seit 2003 über Polytraumaversorgung, über Damage Control Surgery, Damage Control Orthopedics, über Auswahl des Patienten, welcher Patient ist einer Damage Control Surgery zuzuführen oder Damage Control Orthopedic Surgery und welcher Patient ist einer Early Total Care zuzuführen. Und um diese Patienten zu identifizieren, und da ist insbesondere die Hannoversche Arbeitsgruppe sehr tätig gewesen, gibt es verschiedene Parameter. Und auf unseren Patienten treffen von diesen Parametern prinzipiell nur 4 zu. Aber es gibt nicht den idealen Patienten. Es gibt immer Patienten, bei denen ein Teil zutrifft und ein Teil nicht. Das heißt, die Entscheidung, Damage Control oder Early Total Care, ist immer individuell. Es gibt, das ist jetzt interessant, sicherlich unterschiedliche Empfehlungen, welche Patienten einer Damage Control Surgery zuzufügen sind. Es gibt im Prinzip verschiedene Checklisten mit 6 Kriterien, aber wie Sie hier sehen, ISS größer 16, ISS größer 24, multiple Frakturen langer Röhrenknochen, persistierender Schock, Alter größer 60. Es gibt nicht das Kochrezept. Und das ist gut so. Es gibt in der Literatur Empfehlungen für temporäre Stabilisierung, unabhängig vom Patient, sondern vom Verletzungsmuster. Auch da ist es nicht eindeutig. Es gibt Empfehlungen, wie schätze ich den Patienten ein, bei welchem Patienten kann ich eine definitive Versorgung tun? Sicherlich beim nicht polytraumatisierten, stabilen Patienten ist eine definitive Versorgung primär möglich. Beim polytraumatisierten, instabilen Patienten sollte man immer auf Damage Control gehen. Und diese sogenannten Borderline-Patienten, das ist die Schwierigkeit. Und wenn man die S3-Leitlinie sich durchliest, wenn es darum geht, um die primäre Versorgung im Vorwort, zeigt sich, und das ist heute nicht anders, das war aus dem Jahr 2010, wenn ich mich recht entsinne, dass in einer Umfrage kein einheitlicher Standard existiert, wird ein sogenannter Borderline-Patient einer Damage Control Surgery oder einer definitiven Versorgung zugeführt. Das ist die Literatur. Was heißt das für diesen Fall? Der Fall, den die Frau Hofmann gezeigt hat, ist ein wirklich beispielhafter Fall, wie man einen polytraumatisierten Patienten, der leidlich stabil ist, primär versorgen kann und auch in der Folge, darauf gehe ich nicht ein, weil das, denke ich, ist
zumindest unfallchirurgisch, nicht die große Problematik. Es gibt operative Herausforderungen, aber nicht die große Problematik, wann operiere ich was. Die Reihenfolge der zu versorgenden Regionen hängt, wie man an diesem Beispiel auch sehr gut sieht, von dem Zustand des Patienten ab. Wie kann ich ihn lagern? Von der Verletzungsschwere, von der Gefährdung. Treat first, what kills first, ist ein LTLS-Grundsatz. Damage Control oder ETC. Es gibt klare Patienten und es wird immer den unklaren, mäßig stabilen Patienten geben. Und dann ist es die Erfahrung des Chirurgen, die Einschätzung des Chirurgen, wie viel zusätzliches Trauma kann dieser Patient verkraften, unter Berücksichtigung der aktuellen Wissenschaft, die diese Entscheidung trifft. Vielen Dank.